So, und wenn ich da jetzt abgestöpselt habe, mein Elektroauto, wie komme ich dann jetzt hier wieder raus? Naja, also wenn du hier von der Ladesäule wieder weg willst, hast du auf jeden Fall Fasching. Wenn ihr wissen wollt, ob noch mehr im Berliner Senat so viel Humor haben wie offensichtlich die Erbauer des BER, dann bleibt dran nach dem Intro. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute von der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln und ich habe ein tolles Fundstück aus dem Internet, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar greift ja in Berlin nun immer stärker das Mobilitätsgesetz um sich, wo auch verstärkt Fahrradwege, geschützte Fahrradwege errichtet werden sollen. Und in diesem Zuge werden sogenannte Protected Lanes errichtet. Das bedeutet, es sind Fahrradwege, die mit Pollern, und ich zeige sie mal, geschützt werden, sodass die Autofahrer eben gar keine Möglichkeit haben, auf den Fahrradweg zu kommen und diesen zuzuparken, respektive, so dass es im Fahren dem Fahrradfahrer auch nicht möglich ist, immer wieder auf die Straße auszscheren und somit eventuell Unfälle zu verursachen. Es ist eine ganz neue Protected Lane. Es gibt auch schon welche in Berlin-Mitte. Da handelt es sich um Plastikpoller. Hier, das sind richtige massive Metallpoller. Ich kann es auch gleich nochmal zeigen. Da vorne ist nämlich gerade jemand und baut diese Protected Lane aus, wie massiv die im Boden verankert werden. Das sieht schon krass aus. Und in diesem Zusammenhang wollte ich euch einfach nur mal eine eigentlich stark frequentierte Ladesäule zeigen. Was hat jetzt die Ladesäule mit den Protected Lane zu tun? Naja, wie einem Twitter-Nutzer auffiel und unter anderem auch mittlerweile der Berliner Morgenpost, ist die Protected Lane gebaut worden, bevor man einen neuen Ort für diese Ladesäule fand. Und nun sieht es wie folgt aus. Wenn man an diese Ladesäule heran möchte, dann kommt man da vorne in die Protected Lane rein, müsste quasi auf dem Fahrradweg fahren und müsste eigentlich, ja, auf dem Fahrradweg parken. Ich kann mal das Bild des Twitter-Nutzers einblenden. Und müsste eigentlich auf dem Fahrradweg parken, um an dieser Ladesäule laden zu können. Jetzt hat man dann natürlich nachgefragt beim Bezirksamt Neukölln und hat gefragt, was ist denn das? Also, wieso ist da eine Ladesäule? Die Beschilderung wurde offensichtlich schon entfernt, der fairerweise. Aber was ist denn da los? Und dann hat Neukölln gesagt, naja, der Betreiber, also das ist eine BE-Mobilsäule, das heißt also im Prinzip gehören die dem Senat. Betrieben werden sie aber von Allego. Und der Betreiber hatte den Auftrag, diese Säule zu entfernen. Dem ist er bis jetzt noch nicht nachgekommen. Und nun wurde aber inzwischen schon dieser neue Fahrradweg errichtet. Jetzt ist es natürlich für den Elektroautofahrer nicht ganz klar ersichtlich, ne? Auch wenn die Beschilderung weg ist, aber da ist eine Ladesäule, dann, ja, dann gehe ich davon aus, dass ich da vielleicht laden kann. Dann, dadurch, dass dann sicherlich der ein oder andere hier geladen hatte und den Fahrradweg somit zugeparkt hat, hat man zu einem unkonventionellen, aber wirklich, also man muss schon sagen, das ist schon Detektivarbeit, zu dem Move, zu dem man dann gegriffen hat. Und zwar, man hat einen Müllsack, wie die Morgenpost berichtete, ich verlinke den Artikel mal hier unten drinnen, einen Müllsack über die Ladesäule gestülpt. Und weil ein Müllsack natürlich ein offizielles Erkennungsmerkmal für jeden Elektroautofahrer ist, für eine ja nicht nutzbare Ladesäule, deswegen ist dieser Müllsack offensichtlich auch schon wieder abgerissen worden, als ich heute hier ankomme. Nein, ich war es nicht. Ich kam gerade hier an und wollte euch diese Schmankerl einfach zeigen und habe direkt schon gesehen, dass der Müllsack wieder abgerissen ist. Ich wollte ursprünglich auch eigentlich direkt mit dem Auto hier reinfahren und mich direkt hier anstöpseln, aber ich wollte mich dann doch nicht mit den Fahrradfahrern anlegen. Es muss nicht sein. Diese Geschichte ist schon grotesk genug. Und ich zeige euch noch was. Selbst jetzt,
Tage später und nachdem man das Ding mal mit einem Müllsack abgedeckt hat, ich hoffe, man kann es sehen. Ich drehe mal die Kamera, sodass man das dann ein bisschen besser erkennen kann. Sie ist nach wie vor betriebsbereit. Das bedeutet, ich könnte theoretisch hier dran laden. Gut, ob sie jetzt für E-Bikes genutzt wird, das weiß ich nicht. Ob man sie vielleicht stehen lässt für Roller auf dem Straßenrand, ich habe keine Ahnung. Dass man so eine Protected Lane hier hinbaut, also die Grundidee, die ist ja super, ne? Und ich zeige es euch auch nochmal, dass man das sieht. Es gibt ja hier Geschäfte und diese Geschäfte müssen ja angeliefert werden. Und für diese Anlieferung der Geschäfte gibt es hier so eine schraffierte Linie, wo dann halt eben dafür, dass trotzdem nur noch eine Spur da ist, können die Lieferfahrzeuge quasi hier drauf halten. Jetzt wäre mein Gedanke oder meine Frage dazu gewesen, hätte man die Protected Lane nicht einfach, und ich zeig's euch gerne noch einmal, wie viel das effektiv ist. Das sind vielleicht 10, 20 Meter. Hätte man die Protected Lane nicht einfach hier beginnen lassen können und somit die Ladesäule weiterhin nutzbar halten, gar nicht großartig umbauen müssen, denn ich will mir gar nicht ausmalen, was dieser Umbau schon wieder bedeutet oder was es kostet. Und dann werden da wieder Gelder aufgewendet, um diese Ladesäule zu entfernen und hoffentlich nicht einfach nur verrotten zu lassen, sondern an einer anderen Stelle wieder zu errichten. So viel erstmal dazu. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das Mobilitätsgesetz in Berlin wird immer stärker umgesetzt. Die Stadt wird immer fahrradfreundlicher. Wie ich finde, ein guter Ansatz, denn ich würde sicherlich viele Strecken in der Stadt mit dem Fahrrad zurücklegen. Muss aber ganz ehrlich sagen, traue es mich mittlerweile nicht mehr, denn ich habe das früher gemacht, vor ungefähr 10 Jahren, und ich habe da schon regelmäßig auf einer Motorhaube gesessen und ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Und heute ist das nochmal umso schlimmer geworden. Deswegen finde ich so ein Gesetz wichtig, dass man geschützte Fahrradwege macht und dass man eben die Stadt nicht mehr nur auf den Autoverkehr auslegt, sondern eben auf neue Mobilitätskonzepte. Ganz kurz nochmal, ich habe hier gerade was gesehen und das muss ich euch zeigen. Denn ich habe euch ja gerade von der Protected Lane berichtet, die hier beginnt. Ne? Und das wirklich Coole ist, gut, Allego ist noch nicht dazu gekommen, die Ladesäule umzusetzen, aber mir ist nun kurz vor dem U-Bahnhof Hermannplatz hier diese Parknische aufgefallen, wo gerade Autos parken und wo neue, niegelnagelneue Schilder stehen, die auch noch mit offiziellen Müllsäcken des Bezirks abgedeckt sind. Und ich zeige es euch mal. Da oben, seht ihr sie? Und dann guckt man hier mal so drunter und was sehen meine entzündeten Augen? Tadadada. Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei. Aha. Das bedeutet also, man hat die Schilder jetzt hier installiert und wird dann sicherlich die Ladesäule irgendwann von dort nach hier umsetzen. Also quasi 30 Meter weiter nach vorne. Einfach auf diese Parkplätze, auf diese Parknischen. Die Ladesäule wird also nicht verrotten, sondern sie wird offensichtlich einfach nur um ein paar Meter versetzt. Das ist wirklich schön zu sehen und ich hoffe, das passiert bald, denn aktuell ist die Ladesäule halt einfach nicht nutzbar. Man macht sich halt strafbar, wenn man auf den Fahrradweg rauffährt und da ansteckt, weiß ich nicht, ob das jetzt so direkt diese Bodenmarkierung mit dem Fahrrad hier ausreichend ist und wenn man sich dorthin stellt, aber Fakt ist, wenn man sich dorthin stellt, blockiert man einfach den kompletten Fahrradweg. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, denn ich glaube, das fördert erst recht nicht die Elektromobilität. Und wenn man vielleicht ein Auto hat, was hinten links den Anschluss hat, wie es der Ioniq hat, wenn man dann noch vielleicht beim Fahrrad, der sich da durchschlängeln möchte, am Ladestecker oder an der Ladeklappe hängen bleibt, dann geht das echt hässlich aus. Oder wenn der Fahrradfahrer im Zweifel außen um die Poller herumfahren muss und dann wieder in den Straßenverkehr einschert, dann hat die Protected Lane halt einfach jeglichen Sinn verloren und dementsprechend wäre das unschön.
Deshalb wünsche ich mir, dass diese Säule ganz, ganz schnell umgesetzt wird. Es hat auf jeden Fall sich gezeigt, dass man sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht hat, dass man hier nur irgendwie wahrscheinlich wieder aufgrund der vielen Kompetenzen und der vielen Zuständigkeiten noch nicht früher vorangekommen ist. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und ja, glaubt mir, wir haben noch mehr so eine Kuriositäten. Wenn ihr die sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und drückt im besten Fall die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. In diesem Sinne, ciao.